Hallo liebe Imker-Kollegen, ich möchte mal ein kurzes Video machen zum Biespäß und Rehwischchen. Wenn euch das interessiert, schaut es euch doch einfach mal an. So, dann nehmen wir mal die Rähmchen. Das ist ein ungedrahtetes Rähmchen. Das sehen? Ja, kann man sehen. Und da stelle ich jetzt, das ist ein Zander-Rähmchen. Nur mal den Größenvergleich zu zeigen, stelle ich mal ein Dadent-Rähmchen daneben. Ich mache mal hier die Seitenwände gleich. Ist ein kleiner Unterschied. Bei diesen Rähmchen haben wir eine Breite von 21 mm. Der Oberträger ist auch 21 mm. Das ist schon mal Mist. Hier haben wir 12 mm, ist auch zu wenig. Und dann hat der hier auf beiden Seiten diese Pilzkopfnägel. Das ist auch schon mal Mist, weil wenn jetzt auf der anderen Seite der Nagel ist und die dann verrutschen, dann stimmt der B-Space nicht mehr. Das ist ein Rähmchen für die Tonne. So, dann habe ich hier ein Rähmchen aus meiner Einraumbeute. Kann man das sehen? Da habe ich keine Drähte drin, sondern nur, wo bin ich denn hier? Seitlich Zahnstocher. Und unten ist das Rähmchen offen, um die Weichzellen besser sehen zu können. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Hier oben habe ich eine Dreikantleiste drin. Die wird einfach nur mit Wachs eingeschmiert und das war's dann. Und dann fangen die Bienen da munter an zu bauen. So, da ich auch eine Folie drauf habe, das berühmte Bild hier. Das machen die Bienen, um die Folie anzuheben, damit die da drunter durchlaufen können. Auch hier Oberträger 2 cm. Damals habe ich das noch nicht besser gewusst. Ist auch Mist. Dann habe ich hier auf beiden Seiten Abstandshalter. Das gleiche habe ich unten, damit die Wabe so nicht anfängt zu schwanken. Es funktioniert, aber ja. Die nächsten Rähmchen, wenn ich die Einraumbeute behalten sollte, dann werden hier oben andere Oberträger gemacht. So. Dann habe ich noch bei mir die Dadent-Wabe. Ja, da dann Rähmchen. Die Seitenteile haben 1 cm. Der Oberträger hat 18 mm. Ist auch 1 cm. Die Breite der Rähmchen hat, jetzt müssen wir mal gucken, 28 mm, jawohl, stimmt. Und oben die Breite, ich habe es hier mal drauf geschrieben, kann man das lesen? mm, wie das sein soll. Ja, und dann mache ich immer nur halbe Mittelwände. Diese ist schon sehr groß. Normalerweise mache ich immer nur so, dass sie gerade so über den ersten Draht rüber gehen, damit die auch festhalten. Und dann selbstgegossene Mittelwände. Das ist jetzt eine gekaufte. Meine selbstgegossenen, die sind alle ein bisschen dicker. Da muss ich noch fleißig üben.
Ja, und hier unten können die Bienen dann quasi so bauen, wie sie es wollen. Bei mir gibt es auch keine Drohnenrähmchen. So, jetzt haben wir wieder vom Thema abgeschweift. Wir waren ja eigentlich beim B-Space, ne? So, wenn ich jetzt eine zweite Wabe nehme, packe die zusammen. Ich habe die Pilzkopfnägel hier auf der Vorderseite und da auf der Rückseite. Ja, das heißt, immer wenn ich zwei Rähmchen zusammen mache, kann ich die ruhig drücken, oben und unten. Ich habe immer meinen passenden B-Space. So. Das Sollmaß der Bienenwabe ist ja von Mittewabe zur Mittewabe 35 mm. Jetzt könnte ich natürlich hier mit dem Bandmaß rumeiern. Ich versuche mal. Aber ich kann ja mal ranzoomen. So. Gucken, geht das so? Jetzt kann ich natürlich hier mit meinem Bandmaß rumeiern und das abschätzen. Aber einfacher ist es, wenn ich das Bandmaß einhänge und so messe. Hoppala. Was messen wir? Wir messen 35 mm, wie das sein soll. Und zwar. Gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege hier. Das verrutscht mir jetzt. So, wenn ich jetzt so messe, messe ich, hier habe ich es eingehangen an der Kante, also messe ich bis zur zweiten Wabe an der gleichen Kante. Das ist genau dasselbe, als wenn ich so messe. Nur so habe ich es viel einfacher. Ja, so kann ich dann genau ablesen. Hier habe ich 34,5 mm. 35 soll es sein, aber ich glaube, die Bienen merken den halben Millimeter gar nicht. Hoppala. So, das Ganze kriege ich natürlich hin. 28 mm. Achso, wir waren ja beim B-Space. Jetzt habe ich hier zwischen. Da rutscht das jetzt weg. So, 5 haben wir jetzt 6 mm. Gut, das ist jetzt 7 mm sollten es sein. Also wenn ich 7 mm hier zwischen habe, wäre es perfekt. Ja. Dann habe ich mein B-Space. Dann wird hier zwischen auch nicht verbaut. Gut, es gibt immer ein paar Bienen, die haben die Imkerbücher nicht gelesen, aber ich sag mal, 80% der Bienen verbauen dann hier zwischen nichts mehr. Was sie verkitten können, ist dann nur noch dieser kleine Punkt. Sieht man das überhaupt, was ich erzähle? Ja. Dann ist dann nur noch dieser kleine Punkt, den sie dann mit Propolis ankitten können. Und wenn ich dann mit einem Quatsch, mit einem Stockmeißel dazwischen gehe und das auseinanderhebe, dann gibt es keinen großen Knack. Und damit die Rähmchen nicht schwanken, ist unten natürlich das Gleiche. So, und hier habe ich auch noch zwei Nägel. Wer weiß denn, wofür die sind? Kommen wir gleich zu. So, die Nägel haben hier, ich das mal mit dem Messschieber messe, kann man das sehen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Haben 7 mm. So. Fünfunddreißig müssen es ergeben. Wo habe ich es denn jetzt hingeschrieben? Habe ich es hingeschrieben. So, wir haben Ohrträgerbreite 28 mm plus 7 mm Pilzkopfnagel oder Polsternagel, sind wir bei 35 mm. So muss das sein. Der Profi wird es nicht machen, aber empfehlenswert für den Anfänger ist dieser Nagel.
Ja, dieser Nagel hat eine Höhe von 5 mm. Das ist mit dem Bandmaß blöd. So, da haben wir 5 mm. Sinn und Zweck ist es. Jetzt bräuchte ich mal ein Brett. Schlecht vorbereitet. Wenn die Wabe in der Bienenkiste drin hängt, so, und ich sie langsam nach oben ziehe, dann kann ich mit der Wabe gegen die Beutenwand kloppen und dabei eine Biene matschen. Wenn ich dabei den Nagel habe, dann kann ich mit dem Nagel getrost an der Beutenwand langrutschen und der Biene passiert nichts. Dafür sind die 5 mm Nägel. So, der nächste B-Space. Und liebe Beutenhersteller, macht es doch endlich mal. Ihr müsst es euch vorstellen, in der Beute stehen die Waben übereinander. Und der Abstand dazwischen muss 7 mm betragen. Warum kriegt ihr Beutenhersteller das nicht hin? Ich habe bei vielen Herstellern gekauft. Und als Tischler würde ich mich schämen, wenn ich das nicht hinkriegen würde. Ja, Tischler arbeiten normalerweise auf Millimeter genau. Nun, liebe Beutenhersteller, warum kriegt ihr das nicht hin, dass ich zwischen meinen Rähmchen 7 mm habe? Dann habe ich auch keinen Verbau mehr dazwischen. Das gleiche gilt natürlich für meinen Deckel. Wenn ich hier meinen Deckel drauf mache, dann brauche ich zwischen den Deckel und Oberkante Rähmchen meine 7 mm. Und wenn ich die nicht habe, dann bauen die Bienen alles voll. Liebe Beutenhersteller, es ist ein Armutszeugnis für euch, dass ihr das nicht hinbekommt. Muss ich ja mal sagen. Ja, das war's zu den B-Space. So, und das hier ist eine Varré-Wabe. Ich muss aufpassen, das ist jetzt eine Futterwabe. Ich habe jetzt ganz gezielt die Wabe genommen, weil die ist schon ein bisschen älter. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Film rüberkommt jetzt. Die Holzleisten sind alle schon so ein bisschen verbogen, ne? Und wie wir sehen, was sehen wir? Es ist eine Hoffmann-Seite oder eine Hoffmann-Wabe. Die ist hier oben breit und nach unten hin wird sie dünner. Und ja, wo ist es denn? Wo habe ich sie wieder? Nichts da. So, wenn ich jetzt mal das Bandmaß nehme. Messe. Messe ich genau 35 mm. Da unten haben wir bei dieser Varré-Wabe 22 mm. Eigentlich scheiße, aber ist halt so. Der Oberträger ist auch leider nur 22 mm. Materialstärke, ja, muss ich das Bandmaß hier einfach mal reindrücken. So, Materialstärke ist 1 cm, also gar nicht so toll.
So, diese Hoffmann-Saiten sollen ja verhindern, dass die Wabe anfängt zu schwanken beim Transport oder so. Die haben aber den Nachteil, aufgrund dieser Länge hier, wie ihr seht, ist hier auch Propolis zwischen. Hier hat die Wabe nicht ganz zusammengehangen, da haben die schon richtig zu eingekittet. Und aufgrund dieser Länge sind die Waben sehr, sehr fest zusammen. Und wenn man jetzt mal 3 Wochen nicht an den Bienen war, dann muss man schon ganz schön Kraft aufwenden, wenn man das auseinander machen will. So, wenn die Beute richtig warm ist, dann ist es klebrig. Aber im Frühjahr oder spät im Jahr, wenn wir schon kältere Tage haben und wir müssen die Bienen öffnen, aus was für einem Grund auch immer, dann ist das Zeug schon ziemlich hart und das ist schon alles relativ zäh. Selbst wenn ich die Waben ganz fest zusammenschiebe, was man ja machen soll und muss, dann habe ich hier ein, ich will jetzt nicht sagen Luftspalt, aber eine Kerbe. Und diese Kerbe, die verkitten die. Da holen die Propolis rein. Ja. Jo. Ist auch gedrahtet, ganz normal. Man kann Mittelwände einlöten. Ich nehme hier immer nur Anfangsstreifen. Kann man gar nicht mehr erkennen. Nee. So. Ja, und dazu zu den Hoffmann-Saiten. Muss ich mir mal die Hände abwischen. Ich glaube, ich wieder keinen Lappen hier. Da muss die Schürze dran glauben. Möchte ich euch mal was zeigen, was Bernhard Heuvel in seinem Buch geschrieben hat. Und zwar das Buch Bienen im Kopf. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. So, ich habe mir da mal was markiert. Mal gucken, ob ich das so halten kann, dass das hier zu sehen ist. Geringe Störung. Es wundert sich keiner, dass die Bienen böse werden, wenn sie dreimal vor den Kasten treten. Dann habe ich hier ein bisschen was übersprungen. Das Herunterziehen der Folie ist so unangenehme Ersch nee, Quatsch. Das Herunterziehen der Folie ist eine so unangenehme Erschütterung, eben wie ein Fußtritt vor den Bienenkasten. Das ist der erste Fußtritt. Im nächsten Schritt wird mit dem Stockmeißel die erste Wabe freigemeißelt. Das ist das, was ich eben sagte. Das Losbrechen mit dem Stockmeißel ist durch die Erschütterung wie ein weiterer Fußtritt. Das ist der zweite Fußtritt. Jedenfalls mögen Bienen eines noch weniger als Erschütterungen, nämlich gequetscht zu werden. Und entsprechend reagieren sie mit Stichen. Damit ist gemeint, wenn die Hoffmann-Wabe rausgezogen wird und alles noch sehr eng ist, quasi die erste Wabe. Das ist der dritte Fußtritt. Arbeiten Sie mit zwei Bruträumen, so geht erneut ein Knacken durch das Bienenvolk. Gefolgt ein Auseinanderreißen des Brutnestes. Sie treten ein weiteres Mal vor den Bienenkasten. Das sind jetzt nur mal so ein paar Sätze. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe schon bei anderen Imkern gesehen, dass das richtig knallt, wenn man das auseinander macht. Und Bienen sind ja empfindlich auf Erschütterungen. Wir Menschen empfinden das ja gar nicht so. Aber die Biene kommuniziert durch Schwingungen der Waben. Also die ist darauf ausgelegt, um Erschütterungen wahrzunehmen. Und das ist für eine Biene natürlich nicht schön.
Ja, das war jetzt das mit den Waben und mit dem B-Space. Das war ein kleiner Abschweifer nochmal zu den Hoffmann-Saiten, die von Menschen geliebt und von Menschen gehasst werden. Ich glaube, die Hoffmann-Seite kann die Imkerschaft spalten. Ne? Da hat jeder so seine Meinung. Ja, meine lieben Imker-Kollegen, das war das kurze Video zu den Rähmchen und den V-Space. Wahrscheinlich habe ich wieder die Hilfe vergessen, weil ich mache mir hier kein Konzept. Ich mache das ja alles so frei aus dem Bauch raus. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich sage Tschüss. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, auch. Tschüss.